Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredeweck. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Fernsehanwaltswoche vom 19.11.2014. Neben mir sitzt Volker Dienhager. Hallo Alex. Ja, auch Rechtsanwalt. Und wir beide wollen Ihnen wie immer in diesem Format so die wesentlichen, wichtigen Nachrichten dieser Woche, die juristisch eine Relevanz haben, aus Anwaltssicht präsentieren und ein bisschen kommentieren. Es geht los mit Helmut Kohl siegt gegen seinen ehemaligen Ghostwriter. Nun doch, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Dann haben wir zurzeit sehr viel Mieterhöhung. Man hat den Eindruck, vielleicht vor der Preisbremse, bevor die in Kraft tritt, wollen die Vermieter noch mal ein bisschen Bestände sichern. Und Urteil der Woche, Bundesarbeitsgericht zum Arbeitszeugnis, ein Urteil, über das ich mich sehr geärgert habe. Mal sehen, was du dazu sagst. Aber fangen wir mal an mit Helmut Kohl siegt gegen den ehemaligen Ghostwriter. Also der Verlag darf jetzt doch nicht die Bücher ausliefern. Ich hoffe, du hast sie schon erst bestellt. Das steigt dann bestimmt an Wert. Ich habe sie nicht nur bestellt, ich habe schon zu Hause. Das war ein Scherz. Nein, wirklich. Also das ist die nächste Episode aus der Reihe Die Geister, die ich rief. Wie werde ich sie wieder los? Helmut Kohl arbeitet an seinem Denkmal. Und jetzt ging es eben um die Frage, dürfen Zitate, die der Altbundeskanzler nicht so ganz wirklich freigegeben haben wollte, verwendet werden. Mhm. Naja, nein, sie dürfen jetzt nicht. Aha, und jetzt hast du auch schon gleich noch nachgedacht, gesagt, jetzt gibt es auch noch Schadensersatz, ne? Schadensersatz ist natürlich hier immer so eine Geschichte, wer hat aus was welchen Schaden? Ich kann jetzt nur mir denken, wie um alles in der Welt berechnen wir das? Natürlich ist Anwaltskosten durch der Anwaltskosten schon, aber das ist, ja, noch ein überschaubarer Schaden, aber ich denke, die großen Positionen sind eher die, die man noch nicht so ganz beziffern kann. Also zerstörtes Ansehen ist ja nun keine so wirkliche Schadenersatzposition, der entgangene Gewinn oder die entgangenen Einnahmen aus den jetzt nicht mehr stattfindenden Buchverkäufen vielleicht auch nicht so ganz. Aber da kann man sich ja die Runde 7 bis 12 vor den Gerichten noch drehen. Wie siehst du das denn? Jetzt gibt es ja diese Äußerungen von Kohl und die sind ja auch, sag mal, historisch vielleicht nicht ganz unbeachtlich und letztendlich dringt ja doch alles irgendwann immer an die Öffentlichkeit. Und er ist eine Person der Zeitgeschichte und so weiter und so fort. Ist das jetzt nicht doch von einem gewissen auch historischen Interesse, dass diese Äußerung und diese, die er damals gemacht hat, noch im Vollbesitz ja seiner Kräfte, und dass die nicht doch irgendwie an die Öffentlichkeit kommen muss, die gibt? Ich meine, ja. Und ich verstehe auch diesen Streit nicht. Ich gestehe das ganz offen, also juristisch mal ein bisschen nach hinten gestellt. Wenn ich eine Person, eine absolute Person der Zeitgeschichte bin, und das bin ich als Bundeskanzler noch, und zwar als Kanzler der Einheit, ja, das ist ja Helmut Kohl, ja, dann mag es da Äußerungen geben, die ich vielleicht in der Retrospektive nicht mehr so ganz glücklich finde, aber ich habe sie dennoch getan. Aha, genau. Ich habe sie im politischen Zusammenhang getan. Ich tue mich da sehr schwer, jetzt zu sagen, nur weil mir das heute nicht mehr gefällt, will ich es nicht gesagt haben. Vor allem wird das ja durch diese ganzen Aktionen, ich finde das auch persönlich irgendwie unglücklich, wird das alles ja noch viel vertieft und dann kriegt das ja auch viel größere Bedeutung, als es vielleicht eigentlich hat. Ich meine, ehrlich gesagt, so manche Äußerungen haben wir nicht gedacht, dass Helmut Kohl das zumindest denkt und auch seinen Kumpels beim Stammtisch so sagen. So hätte ich den immer eingeschätzt, bei manchen Sachen ja. Gut, mich hat es nicht so gewundert, aber gut. Kriegt jetzt eine Aufmerksamkeit, die es vielleicht nicht bräuchte, aber gut. Okay. Nächste Fraktion, das Thema, was man nicht braucht. Die Mietpreisbremse. Ja. Hatten wir ja nun auch schon mehrfach in der Mami. Ist ja jetzt geschlossen. Klingeln bei uns hier in der Kanzlei zum Teil die Telefone heiß, ich kriege jetzt noch schnell eine Mieterhöhung. Da müssen Sie doch jetzt was tun. Ich bin ja nun kein Mietrechtler, ich kann immer nur sagen, ich weiß auch nicht, was ich tun soll, was mache ich jetzt? Ja, du hast mir da neulich ja so ein ganz krasses Exemplar überreicht, wo der Vermieter einfach geschrieben hat, ihre alte Miete beträgt, weiß ich nicht mehr den Betrag, 450 Euro, ab dem 1.1.2015 beträgt ihre neue Miete 650 Euro. Mit freundlichen Grüßen, Ernst August. So, und da konnte ich natürlich einmal kurz rüberfliegen und dir, während auf dem Weg zum Essen war ich schon, konnte ich dir sagen, unwirksam kannst du dem sagen, da braucht er keinen Anwalt für den Mieter. Ja, also wir erleben tatsächlich das, und das haben wir, war jetzt auch eine Pressemeldung, deswegen haben wir es hier reingenommen, das kann ich auch bestätigen, wir erleben das gerade, die Vermieter nochmal richtig auf die Tube drücken und reihenweise Mieterhöhungen
rausschicken, nicht alle so dreist wie der Vermieter, von dem ich dir gerade was du mir da vorgelegt hast, aber manche machen es auch, die versuchen jetzt in den Anschein zu wahren und die wollen jetzt alle so vor der Mietpreisbremse nochmal richtig die Sachen erhöhen. Was muss man dazu wissen? Wir haben auch jetzt schon begrenzte, starke Begrenzungen bei den Mieterhöhungen. Es geht vor allem ja hier um die Mieterhöhung des Kaltmietzinses nach 558 BGB. Es gibt grob gesagt drei Grenzen. Zum einen darf die Miete muss innerhalb von einem Jahr bzw. 15 Monaten sogar, wenn man da die ganze Frist nimmt, unverändert bleiben. Wenn das nicht eingehalten ist, ist die ganze Mieterhöhung unwirksam. Zweite Grenze, sie darf in Berlin hier innerhalb von 3 Jahren nur um 15%, also die Kaltmiete steigen, und in anderen Bereichen, wo an anderen Orten 20%, also das muss eingehalten werden, und dann braucht man bis auf die ortsübliche Vergleichsmiete, also Mietspiegel. Das muss alles eingehalten sein, das muss im Mieterhöhungsschreiben ordnungsgemäß dargelegt werden, dass das eingehalten wird und wie die Wohnung einsortiert wird und so weiter, sodass so eine Mieterhöhung, wie du sie mir da gezeigt hast, da kann man also ganz klar sagen, da braucht man nicht weiter rauf, die ist unwirksam. Ja, die war wenigstens verständlich. Sie war verständlich, ja, aber die war eindeutig unwirksam, das kann man beim Überfliegen, da kann man auch die Mieter schlichtweg sagen, in die Papiertonne, fertig. Ja? Also Mieter aufgepasst, Vermieter schaffen jetzt hier eben Fakten, Vermieter wiederum müssen sich natürlich tatsächlich auch das überlegen, gerade bei Vermietungen sind sie ja jetzt auch noch völlig frei, die müssen sich halt überlegen, dass sie das, was sie da an Mieter haben wollen in den nächsten Jahren, vielleicht jetzt schon lieber klar machen, weil es nachher deutlich schwieriger wird. Ja, Volker, dann noch ein Urteil, worüber ich mich sehr geärgert habe, weil ich mir andere Hoffnung damit verbunden hatte. Bundesarbeitsgericht zum Arbeitszeugnis. Erzähl du vielleicht mal, bevor bei mir die Wut wieder hochkocht. Ja, das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat den Berliner Sonderweg beendet, hat uns mal eine echte Kröte ins Nest gesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Also auch ich bin über dieses Urteil nicht sehr glücklich. Ach du, ich dachte, du hättest gesagt, das wäre doch so zu erwarten. Ich fand es zu erwarten, so, das heißt nicht, dass ich es verstanden. Und letztlich fragt man sich bei dem Urteil so ein bisschen, ob sie jetzt so lebensnah ist. Sag doch nochmal, worum es geht. Also, es ist schon mal schwer zu verstehen. Also Zeugnisrechtsstreite sind ja ein Quellstück der Freude für jeden Anwalt. Es geht immer um die Bewertung. Das heißt, wenn man jetzt mal nach dem Schulnotensystem gehen würde, welche Note habe ich denn verdient? Und da war es also jetzt lange Zeit in der Rechtsprechung so, dass es hieß, du hast als Arbeitnehmer jederzeit, ohne dass du irgendwas Spezielles sagen musst, einen Anspruch auf eine 3. Das heißt, in Zeugnissprache übersetzt, zu unserer vollen Zufriedenheit. So. Das ist die 3, das ist die 3. Leistung. So. Das ist seit Jahren so, und dann hat sich 2012 das Arbeitsgericht Berlin, ein Richter, den wir beide sehr gut kennen und sehr schätzen, mal dran gemacht und hat gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es gäbe da Untersuchungen, dass tatsächlich 85-86% die genauen Fallen sind, ein bisschen unklar. Der erteilten Arbeitszeugnisse mittlerweile eine 2. In dieser Sparte war das damals, die Zahnarzthelferin, war das aber woanders ja genauso. Das war anders, okay, und das wissen wir alle. Ja. Sei eine 2. Eine 2 heißt stets zu unserer vollen Zufriedenheit. Also man merkt schon, es ist schöne deutsche Sprache. Mhm. Deswegen hätte man jetzt dann, so eben der Berliner Sonderweg, wenn man nichts weiter vortragen könne, und beweisen einfach eine 2 verdienen. So. Ja. Und der Arbeitgeber muss beweisen, dass man schlechter war. Genau. Ja, das kann der Arbeitgeber auch nicht, der Arbeitnehmer kann das beweisen, also kriegt man im Prinzip die 2. Genau. So, das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat das Ganze gehalten, hat dann in einem Berufungsverfahren eigene Erhebungen angestellt und kam dann auf einen Schnitt von 90%. Also weiß man nicht so ganz genau, was jetzt da gilt. Aber das war dem Arbeitgeber offensichtlich zu blöd und er sagte sich, na, jetzt gehen wir mal vor das Bundesarbeitsgericht und lassen das mal klären. Und das Bundesarbeitsgericht hat das Ganze also wieder zurückgestutzt und hat sich auf den Standpunkt gestellt, also es sei schon tatsächlich so, dass das Durchschnittsmaß für ein Zeugnis eine 3 sei, also zu unserer vollen Zufriedenheit. Das Bundesarbeitsgericht sah nämlich diese Erhebungen mit den 85% oder 90% oder was es jetzt auch immer ist, als nicht maßgeblich an, mit der Begründung, da könnten ja auch Gefälligkeitszeugnisse drin gewesen sein. Ja, da sind Gefälligkeitszeugnisse drin. Eine Begründung, die setzt mich in Erstaunen, denn
da kommt jetzt plötzlich wieder dieses alte Argument, ein Zeugnis muss wahr sein. Da kann ich nur sagen, das ist lebensfremd. Denn, es gibt kaum wahre Zeugnisse. Ein Zeugnis muss zugleich auch wohlwollend sein. Und ich habe noch nie verstanden, und ich mache Arbeitsrecht nun schon ein paar Jährchen, wie man das bei manchen Arbeitnehmern zusammenkriegen soll. Wohlwollend und wahr. Fakt ist doch einfach, egal was man da konnten soll oder was da sein muss und Wahrheitspflichten, es ist nicht mehr so, das ist nicht die Praxis und das weiß doch auch jeder und gerade die Arbeitsrichter wissen, deswegen kann ich das einfach nicht nachvollziehen, das Urteil. Es ist Fakt, dass Zeugnisse zum einen Verhandlungsmasse sind, das erleben gerade die Richter in nahezu jedem Rechtsstreit, dass die Zeugnisnote nicht wahrheitsgemäß, sondern verhandelt wird. Da wird gesagt, dann verzichte ich auf ein bisschen mehr bei der Abfindung, aber dafür kriege ich ein sehr gutes Zeugnis. Ja? Und das ist also lebensfremd. Und wenn es gar nicht zum Gericht kommt, dann wird erst recht, wenn man sich eigentlich dann will, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich im Guten trennen, dann will der Arbeitgeber erst recht dem Arbeitnehmer mit dem Zeugnis keine Steine in den Weg legen und gibt ihm in der Regel ein überschwängliches, sehr gutes Zeugnis. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Arbeitnehmer, die das nicht haben, dass ich Arbeitnehmern rate, die nur eine 3 haben, die das Zeugnis gar nicht vorzulegen, weil damit schadet man sich bei der Bewerbung. Und deswegen finde ich dieses Urteil wirklich, ich kann es nicht anders sagen, lebensfremd, auch wenn es das Bundesarbeitsgericht ist. Also möglicherweise stand auch dahinter das allgemeine Unbehagen über die Entwicklung der Zeugnissprache. Das teile ich, denn das ich ist auch keine deutsche Sprache mehr. Natürlich. Aber dann war das der falsche Weg, das zu entscheiden. Dann muss man sich überlegen, ob Zeugnisse so überhaupt noch gehen, ob man dann vielleicht von mir aus auch das komplett verbietet oder so, aber auf die Gewerbeordnung von, weiß ich von wann die stammt, ich weiß gar nicht, aus dem vorigen Jahrhundert, aus dem vorvorigen Jahrhundert. Auf diese Gewerbeordnung Bezug zu nehmen und sagen, Zeugnisse Wahrheit und sowas, das ist aus meiner Sicht absolut lebensfremd, genau wie die Erwägung zu sagen, der Arbeitgeber würde im Zweifel auch, wenn er da Fehler macht, Schadensersatz schulden. Also wie doof, entschuldige, dass ich das so sage, aber wie doof muss denn ein Arbeitgeber sein, der auf das Zeugnis vertraut heutzutage? Ja, also dem ist nicht mehr zu helfen, oder? Nicht besonders viel. Gut, ja, das ist ein nicht so erfreuliches Urteil. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden zu dem Urteil vom Bundesarbeitsgericht zum Zeugnis nochmal ein etwas längeres und auch ein paar Tipps geben für Arbeitnehmer. Steine statt Büro. Wie gehen denn unter dem Titel Steine statt Büro, wie gehen denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber jetzt damit in der Zukunft? Dankeschön, tschüss, ciao.